Hallo zusammen, Michi ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein Achievement, das wir finden können unter Quests und dann haben wir das einmal unter Wolf Inn. Und hier haben wir das Achievement Leben auf dem Hof und wie dieses müssen wir folgendes abschließen und zwar schließt die folgenden Quests ab, in denen es um die Hügelpinienhof geht. Und das sind einige Unterabschnitte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Sachen. Und für diese 15 brauchen wir teilweise Voraussetzungen und da wollen wir uns das Ganze jetzt mal anschauen. Die ersten 5, also Samen des Bösen, folgt Miral, dann rettet Thomasy, die Feuer müssen brennen und Moralapostel, das sind alles normale Quests. Also die könnt ihr einfach annehmen, die sind sogar alles Folgequests. Und diese 5 Quests gibt es einmal in der Zone Heilsturz und zwar hier auf den Koordinaten 61, 30 beim Flugpunkt. Und dort haben wir einen NPC und zwar haben wir hier einmal den Thomasy und die Ilia oder wie sie heißt, genau. Und die hat diese normalen Quests, also diese ersten 5 kriegt ihr dadurch. Alle anderen Quests braucht ihr kleine Voraussetzungen und zwar als allererstes müssen wir eine gewisse Ruhmstufe bei Arati haben. Und da brauchen wir nämlich die Ruhmstufe 12. Und dann haben wir einmal Signal geben und also Signal geben 3 und gebt das Signal 4 haben wir hier. Und mit dem können wir zusätzliche Gegenstände quasi hier auf dem Hof und Umgebung finden. Und diesen Perk brauchen wir quasi, um jetzt diese Gegenstände zu finden. Wenn ihr das noch nicht habt, dann findet ihr das Zeug auch nicht und dann könnt ihr jetzt aktuell da nicht weitermachen. Ihr könnt aber hier schon mal die Startquests einmal angehen. So, dann gucken wir uns die nächsten Sachen an. Und zwar finden wir die in dem Delph. Das ist nämlich gleich das hier in der Nähe von dem Hof. Mykomantenhöhle schimpft sich die und in die müsst ihr einfach rein. Die Stufe scheint relativ egal zu sein und wenn ihr hier in dem Delph drin seid, dann können wir einmal die Map aufmachen. Dann haben wir quasi hier hinten drin schon mal den ersten Spot, wo wir hin müssen. Und das ist auf den Koordinaten 38, 20 und dort haben wir im Wasser so einen verlorenen Schuh liegen. Also ist hier gleich am Anfang, ne? Hier geht's rein, dann können wir hier gleich mal den Schuh mitnehmen. Und das hat jetzt quasi die erste Quest einmal, die wir hier mit abgeben können. Und das nächste können wir oben finden. Jetzt müssen wir nämlich noch so ein Ei mitnehmen. Also einmal hier nach oben. Oh, ich sehe gerade, ich habe was nicht gelootet. Und hier müssten jetzt so Eier rumliegen. Jetzt gucken wir mal, da gibt es verschiedenste Spots. Einer ist zum Beispiel hier schon mal. Und die klicken wir jetzt mal an. Mal gucken, ob es da direkt im ersten drin ist. Jawohl, also da haben wir die Quest. Das zeige ich euch auch nochmal. Für Maps war jetzt etwa hier auf 57, 28. Und die liegen dann da hinten auch nochmal ein paar rum. Also da können wir jetzt von mir aus auch noch hingehen und uns das angucken. Aber bei mir war es jetzt direkt im ersten drin. So. Irgendwo da hinten hatte ich auch nochmal ein paar Eier gesehen gehabt. Die liegen nämlich da immer mit quasi am Rand rum. Dann war es hier oder oben. Jetzt gucken wir mal. Nee, dann war es glaube ich nochmal eins weiter. Hier ist euer Anteil! Die Achievements kommen auch noch. Kann natürlich sein, ich sehe sie jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, aber die lagen hier irgendwo am Rand. Es kann sein, wenn man einen Spot weglootet und die Quest hat, dass man dann die anderen tatsächlich nicht mehr sieht. Ich kann euch das aber, falls es bei euch nicht an dem Spot ist, auf WoW-Head noch raussuchen. Genau, hier haben wir es. Der andere Spot wäre jetzt hier auf 66, 73 und hier ist noch ein Spot auf 41, 66. Also das sind die drei Spots, wo es quasi liegen kann. Also eigentlich müsste es da hinten drin liegen, aber da ist jetzt irgendwie nichts mehr. Vorhin, bevor ich das andere gelootet habe, war das da aber noch gelegen. Na gut. Aber dann haben wir die zwei schon mal und die können wir jetzt einmal abgeben gehen. So, dann sind wir jetzt zurück auf dem NPC, den ich euch vorhin schon gezeigt hatte, also wo es die normalen Quests gab. Und bei ihr müssen wir dementsprechend jetzt auch die Special Quests abgeben, ne? Also wir haben uns jetzt einmal geholt das Gelege, das können wir jetzt gleich mal abgeben gehen. Das bringt auch nochmal 200 Ruf an der Stelle und dann die Schuhe können wir auch mal abgeben. Dann kommen wir zu den nächsten zwei und zwar haben wir einmal ungewöhnliche Kartoffel. Und das Ohr. Die kriegen wir beide über dieselbe Quelle. Und dazu brauchen wir einen Buff. Und zwar haben wir da Schattenwurzelgreifer. Und diesen Buff können wir über ein Item holen. Und dazu bin ich jetzt hier auf den Koordinaten 64, 31.
und dort haben wir einen NPC, und zwar diesen Chefkoch. Wenn ihr den dort nicht habt, habt ihr hier eine Kohlenpfanne daneben, so eine kleine, mit einer wahrscheinlich 0 von 3. Die könnt ihr anklicken und die auffüllen. Ihr müsst im Endeffekt diese Strahlen des Überbleibsel zahlen und das kriegt ihr ja von jeglichem Mob hier aus den Kisten, also von dem Zeug wird er zugemüllt. Ich denke mal, da müsstet ihr schon einige haben. Das könnt ihr hier reinzahlen und wenn ihr das aufgefüllt habt, dann kommt der NPC angelaufen und ist für die ganze Woche da, gibt euch auch eine Daily Quest und ja. Und wenn ihr den dann quasi hier stehen habt, könnt ihr den anquatschen und der gibt euch dann ein Item gegen ebenfalls dieselbe Währung. 3 Stück braucht ihr und da kriegt ihr diesen Greifer. Und mit diesem Buff können wir dann lostigern und zu Wurzeln hier rausziehen. Die sind auf diesen Feldern, wo quasi was wächst, also ja, die zwei Felder im Hauptsächlichen, ne? Oder die Feldergruppen hier. Und da können wir jetzt mal drüber fliegen, da sind eigentlich relativ viele da, ich habe die bloß jetzt gerade alle rausgepflückt. Da haben wir zum Beispiel so eins. Also, das können wir dann einfach anklicken und das rausziehen. Das Druid ist ganz praktisch, ihr müsst nicht abmounten, könnt halt das im Fliegen machen, wenn er was addet, fliegt er halt weiter, ne? Genau, und dann haben wir das hier auf den Feldern, hier drüben sind auch ein Haufen. Ich hatte beim ersten, wo ich rausgezogen hatte, direkt die Kartoffel und für das zweite habe ich hier bestimmt 20 Minuten die Dinger rausgezogen. Also das zieht sich dann teilweise schon ein gutes Stückchen. Also da müsst ihr, wenn ihr Pech habt, schon einige Minuten das Zeug rausziehen. Genau, und dann lauft ihr halt hier drüber, klickt diese ganzen Dinger an, zieht's raus und irgendwann kriegt ihr den Drop. Die gibt's dann sofort ins Inventar und die Quest ploppt dann auch direkt auf. Und dann würde ich sagen, geben wir auch die beiden einmal ab. Das können wir, denke ich mal, auch wieder hier oben machen. Und zwar jetzt schauen wir mal, dass ich die abgib, die ich euch jetzt schon gezeigt habe. Also wir haben hier einmal die Kartoffel. Geben wir die mal ab. Dann müsste die jetzt auch raus sein. Außergewöhnliche Kartoffel, genau. Und dann haben wir noch das Ohr. Die bringen übrigens auch Ruf, ne? Das eine 75, das andere 250. Und dann haben wir das Ohr quasi auch einmal abgeschlossen. So, dann schauen wir uns das nächste an. Und zwar als nächstes wollen wir das kleine Schweinchen uns holen. Und dazu brauchen wir erstmal eine Lichtquelle. Es gibt da verschiedene Optionen. Option Nummer 1 ist, ihr nehmt dieses flackernde Fackel. Die kann hier überall aus Kisten bzw. von Mobs droppen, in den Feldern, wenn ihr hoch genug im Ruhm seid. Ich weiß gar nicht, wie hoch, ich glaube irgendwie so um 8, 9 rum. Genau, da kriegen wir diese Fackeln. Und wenn ihr keine von diesen Fackeln habt, dann ist eine andere Option, dass ihr hier auf den Koordinaten 65, 24 auch wieder so ein kleines Feuer entzündet. Dann kommt ein NPC und der Kollege verkauft uns halt einfach Funken. Käferglas, das leuchtet halt auch, ne? Gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt die Fackel genommen und wir müssen jetzt quasi hier auf dem Feld ein kleines Schweinchen finden. Und da gibt es einige Spots, wo es sein kann. Ich habe jetzt meins hier gefunden. Achso, jetzt warte mal, muss ich die Fackel wieder anschmeißen? Also, ihr seht, hier haben wir das kleine Schweinchen und das müssen wir einfach anklicken. Ich zeige euch jetzt auch gleich mal, wo ich genau war. Das ist einmal hier auf den Koordinaten 64, 27. Ihr müsst auch kurz stehen bleiben. Also wenn ihr so 10 Sekunden stehen bleibt dann, und die Lichtquelle habt, dann soll es eigentlich passen. Es gibt hier alternativ viele Punkte auf dem Feld. Ich habe auf WoWhead mal alle möglichen Spots rausgesucht. Die mache ich jetzt mal an. Also ein Spot war jetzt genau hier neben dem Zaun, ne? Dann ein Spot soll anscheinend etwa hier sein, bei diesen paar Felsen. Nächster Spot hier dran und dann halt da, wo ich eben war, ne, wo ich es gefunden habe. Und hier soll anscheinend auch noch etwa ein Spot sein. Also das waren jetzt die Spots, die ich für WoWhead gefunden habe, wo Leute gemeint haben, dass sie es quasi entdeckt haben. Es kann natürlich sein, dass es noch mehr gibt. Ihr müsst halt einmal mal wieder hier vorbeischauen, eine Lichtquelle draufpacken, wenn dann die Fackeln oder dieses Käferglas, was ihr von einem anderen NPC bekommt. Und dann würde ich sagen, können wir auch das einmal abgeben, dass wir das Schweinchen quasi von unserer Liste runterstreichen können. So, also wir haben hier einmal kleine Schweinchen. Und auch das hat wieder 75 Ruf gebracht und ist damit einmal abgehakt. Dann kommen wir zum nächsten und zwar haben wir Onkels Auge. Das ist jetzt eins, was ich schon hier beim Questen abgeschlossen habe. Und das bekommen wir einfach von diesen invasiver Peitschenpilz. Und die sind halt, ne, hier auch in dem kompletten Bereich, wo wir eben diese Ranken rausgezogen haben.
Also wenn ihr quasi die Ranken rauszieht, könnt ihr nebenbei die Mobs umhauen und kriegt das auch. Ich habe das jetzt halt schon abgegeben, ne? Aber das, ja, sollte so ein Drop sein. Wenn ihr so 100, 200 umhaut, dann solltet ihr das eigentlich haben. So, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar haben wir dann einmal Pflugkopf. Und diesen kriegen wir auf dem Feld hier hinten, auf den Koordinaten 65, 27. Und das ist da, wo wir auch das Schweinchen geholt haben. Und wenn ihr hier diese ganzen Ernte umhaut, dann droppt es da. Kann auch sein, dass ihr auch hier über 100 töten müsst. Ich hatte jetzt nach 108 Kills habe ich es bekommen, ne? Also das kann auch schon ein bisschen dauern. Den können wir jetzt auch noch abgeben. Den habe ich nämlich selber noch offen, sehe ich gerade. Also wieder bei demselben NPC. Und dann haben wir hier einmal den Flug. So, dann schauen wir uns die nächsten Items an. Und zwar können die alle aus einer Kiste kommen. Und das ist einmal Schatzhort der Arati. Das liegt hier hinter mir auch. Den seht ihr im Normalfall auch auf der Map drauf. Und diesen gibt es einmal in dem kompletten Gebiet, ne? Und ja, wenn ihr Glück habt, können wir da drei Sachen rauskriegen. Und zwar auch die letzten drei. Wir haben hier einmal Lillys Medaillon. Dann haben wir Wilber das Huhn. Und dann haben wir das verschollene Tagebuch. Also alle drei können hier aus diesen Kisten rauskommen. Und wie gesagt, die können im kompletten Gebiet liegen. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, hier am Hof gibt es spezielle Hofkisten. Da können die auch rauskommen. Alle diese Kisten sind aber ein bisschen beschissener. Die sind, wenn dann, selten da. Oder man muss die mit der Flamme rausholen und lauter so ein Zeug. Deswegen, wenn ihr das Ding farmt, dann nehmt den Schatzhort der Arati mit. Denn, guckt mal auf WoW Head, die Spots. Also der ist halt wirklich überall im Gebiet. Und wenn ihr hier ein paar Mal drüber fliegt, dann findet ihr auch einige von denen. Also die Kisten auf dem Hof sind deutlich seltener und das zieht sich. Gut, dann würde ich sagen, geben wir die jetzt mal ab. Ich habe, bis ich das letzte gekriegt habe, das verschollene Tagebuch, hat es tatsächlich jetzt ein bisschen gedauert bei mir. Also ich habe jetzt hier schon, na, eine halbe Stunde bin ich jetzt bestimmt hier im Kreis geflogen, habe die Kisten aufgemacht. Das zieht sich zum Teil schon einen Ticken. Übrigens, kleine Randinformation noch, das verschollene Tagebuch war die ersten zwei Wochen ein bisschen verbuggt in der Expansion. Und zwar hat es die falsche Quest irgendwie gegeben. Also es ist zwar gedroppt, aber hat dann, wenn ihr es abgegeben habt, die falsche Quest abgehakt und dann hat es dementsprechend nicht gezählt. Heißt, Blizzard hat das jetzt halt quasi gefixt, ne? Und jetzt sollte das alles soweit funktionieren. So, jetzt geben wir das mal ab. Ich habe die Sachen schon soweit abgehakt. Ich hatte nämlich die ersten beiden mit dem Twink schon bekommen. Das sind ja alles quasi Battle.net accountweite Achievements. So, jetzt geben wir das mal ab. Nummer 1, 2 und 3. Und ja, damit haben wir jetzt einmal das Achievement eingetütet. Und zusätzlich gibt es jetzt ein paar T-Mox-Sachen. Wir haben einmal eine Hacke. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich euch das hier zeigen kann. Genau, das ist diese hier. Und als zweite Belohnung haben wir dann eine Gießkanne. Die sieht auch ganz nett aus. Genau, das sind die zwei Belohnungen, die ihr dadurch einmal kriegen könnt. Da steht auch einmal im Achievement drin. Ja, ist jetzt tatsächlich ein bisschen längere Farmerei. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie lange ihr bei den einzelnen Dingern gebraucht habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Bei mir war es teilweise auch ein bisschen länger bei dem einen oder anderen. Und ja, bin froh, dass ich es abgehakt habe und damit hier auf dem Hof auch durch bin. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt das gerne einmal in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.